Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Hier sehen Sie den Fußballspieler Ricky van Wolfswinkel nach einem Zusammenprall mit einem anderen Spieler. Der Fußballspieler, der holländisch ist, hat auch beim FC Basel gespielt. Jung, gesund, erfolgreich, aber nach dem Zusammenprall hat man eine Zufallsdiagnose gefunden, die ihn aus der Bahn gerissen hat. Ricky van Wolfswinkel demonstriert sein Können im Innenhof des Basler Unispitals. Vor 4,5 Jahren wurde bei ihm nach einem Zusammenprall mit Hirnerschütterung zufällig ein Aneurysma im Gehirn entdeckt. An diesem Moment habe ich nur gedacht, okay, ich weiß gar nicht, was ein Aneurysma ist, aber ich habe gemeint, darf ich nächste Woche wieder spielen? Ich spiele Fußball, das mache ich sehr gern. Und jeden Tag, dass ich kein Fußball spielen kann, tut das weh. Ricky kennt die Bedeutung der Diagnose nicht. Wird er länger ausfallen oder vielleicht sogar nie mehr Fußball spielen können? Trotz allem, er kämpft sich zurück aufs Spielfeld. Ja, da war ich am Laufen auf dem Platz, nachher ein bisschen mit dem Ball, aber immer noch kein Duell, kein Kopfball. Ich habe für lange Zeit auch mit dem Helm trainiert. Nach Kontrolle beim Neuroradiologen Professor Marius Psychogios. Das Aneurysma beginnt als eine schwache Stelle an einer Gefäßwand im Kopf. Und mit der Zeit und mit dem Blutdruck, den es gibt in diesem System, kann es auch zu einer sogenannten Aussackung, eine krankhafte Aussackung dieser Gefäßwand kommen. Wenn der Druck zu hoch wird, dann kann dieser Bereich, also diese Beule, diese krankhafte Aussackung auch platzen. Bei Ricky war das so, dass er ein Aneurysma hatte, ein ziemlich großes Aneurysma mit ca. 11 mm. Ricky ist ein professioneller Sportler und deswegen ist es auch so, dass er eine sehr schnelle Heilung von seinem Aneurysma erfordert hatte, damit er eben so schnell wie möglich wieder auch einsatzfähig ist. Was auf dem Computer groß aussieht, ist in echt klein. Die Gefahr für Ricky beim Sport liegt jedoch darin, dass die Gefäßwandaussackung platzen kann. Ich kann auch unter der Haut bluten, dann passiert nichts Schlimmes, ich kriege eine Beule, oder? Das Problem im Gehirn ist es, dass wenn es zu einer arteriellen Blutung kommt, unser Gehirn von Knochen umgeben ist. Das heißt, es gibt keinen Platz für einfach eine Beule. Und das führt wiederum zu erhöhtem Druck innerhalb vom Kopf und das wiederum zu einem potenziellen auch sogar Exitus oder zu relevanten Hirnschäden. Bei Rickys Aneurysma kam der sogenannte Flow Diverter, der Flussumleiter, zum Einsatz. Letztlich ist es so, dass die Gefäßwand entlang von diesem Flow Diverter sich ausstreckt, also neue Gefäßwand sozusagen gebaut wird und diesen Stent irgendwann komplett auskleidet. Das heißt, unser Blut sieht irgendwann A, kein Stent mehr, aber kann auch nicht mehr in ein Aneurysma sozusagen reinfließen. In der Angiografie findet der Eingriff unter gleichzeitiger Bildgebung statt. Hier hat 2019 seine Behandlung stattgefunden. Der Flow Diverter wurde minimalinvasiv durch Rickys Handgelenksarterie über einen Katheter in sein Gehirn platziert. Künftig wird mit speziellen Beschichtungen auf Stents die Gefahr von späteren Gerinnselbildungen und Hirnschlägen reduziert. Und neue Körbchen können über einen Katheter vorgeschoben und innerhalb der Aussackung freigesetzt werden. Wenn wir so ein Körbchen platzieren, ist es häufig so, dass das Aneurysma nach ein paar Minuten eben gesichert ist, weil wir haben hier eine letztlich Wand von Drähten, die den Fluss deutlich reduzieren. Laut Studien haben ungefähr 2% der Bevölkerung ein Aneurysma im Kopf, meistens entdeckt durch einen Zufallsbefund. Ein Grund, sich Sorgen zu machen? Früher gab es diese Idee von einer tickenden Bombe und Menschen hatten sehr viel Angst, mit einem Aneurysma rumzulaufen. Kann ich fliegen? Kann ich eben wandern gehen? Kann ich Sport betreiben? Also wir benutzen häufig diese sogenannte Wait-and-See-Strategie, wo wir Patienten beraten,
Ihnen erklären und da aufklären, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Ruptur ist. Wenn wir im Verlauf sehen, dass die Größe sich ändert oder andere Aspekte zu sehen sind, wie zum Beispiel, dass die Gefäßwand am Aneurysma auch entzündet ist, dann entscheiden wir uns für eine Therapie. Was motiviert den Neuroradiologen in seinem Fachgebiet? Definitiv ist es so, dass ich auch als Kind sehr viel mit meinen Händen basteln wollte. Ich finde es faszinierend, dass man eben radiologische Diagnostik, also Bilder mit Feinarbeit, die man mit den eigenen Händen macht, kombinieren kann. Manche vergleichen das mit Computerspielen. Das kann man auch so sehen, aber letztlich es erfordert sehr viel Auge- und Handkoordination. Da Ricky einen sehr kleinen Stent bekommen hat, muss er noch bis Sommer 24 täglich einen Blutverdünner nehmen, um das Risiko eines Schlaganfalls zu verhindern. Seine Prioritäten im Leben haben sich allerdings verändert. Ich habe natürlich von dieser Zeit auch gelernt, dass die kleinen Sachen im Leben das Wichtigste sind eigentlich. Gesundheit und Spaß, Wichtigste. Für Familie, für Freunde, für ja, Kinder. Heute geht es mir sehr gut. Ich spiele immer noch Fußball, es geht ihm noch gut. Ich mache immer noch Tore, auch mit Kopf. I enjoy more the small things in life.